Diese Coffee Lecture heute ist zum Thema Plagiatsvermeidung mit der Software PlexScan. Mein Name ist Monika Beutler. Ich arbeite seit Frühling dieses Jahres im Team Fachreferat der Bibliothek von Roll oder des Bereichs Human- und Sozialwissenschaften. Mein Schwerpunkt hier ist die Forschungsunterstützung. Das ist auch der Zusammenhang hier jetzt, weshalb ich Ihnen diese kleine Einführung gebe. Ich versuche, mich knapp zu halten, also 15 Minuten, nicht groß länger zu machen. Sie dürfen mich gerne jederzeit unterbrechen, wenn Sie Fragen haben. Moment, so. Ich möchte Ihnen ganz kurz etwas zu PlexScan und den Plagiatscheck sagen. Dann hängt es davon ab, ob Sie die Oberfläche schon kennen. Wenn das mehrheitlich nicht der Fall ist, dann kann ich Ihnen das ganz kurz zeigen. Das würde ich dann live im System machen. Und der heutige Schwerpunkt soll eigentlich der dritte Teil sein, das heißt, ein PlexScan-Bericht interpretieren. Ganz am Ende habe ich Ihnen noch ein paar Links zusammengestellt, wo überall, dass Sie Informationen finden, denn es ist schon sehr viel vorhanden, worauf Sie zurückgreifen können. Ja, Plagiate sind ja immer wieder auch Thema, ist ein wichtiger Punkt auch für die Hochschule. Die Plagiatsprävention dient einerseits der Qualitätssicherung der Arbeiten hier, aber es ist auch ganz klar ein wichtiger Punkt zur Vermeidung eines Reputationsschadens, sei das jetzt von der Uni Bern oder auch von den Dozentinnen und Dozenten oder den Experten. Hierbei kann sie die Software PlexScan unterstützen, indem dass sie eigentlich den Scan oder die Untersuchung auf Plagiate vereinfacht. Das kann Sicherheit bieten. Es ist auch immer eine Vorsortierung, die schon gemacht werden. Wir werden nachher sehen, wenn wir den Bericht anschauen, dass wir das immer noch genau anschauen müssen. Das ist nicht einfach so, dann es läuft durch das Programm durch, es kommt raus, ah ja, hat Plagiate drin oder nein, hat keine Plagiate drin, sondern es ist ein sehr detaillierter Bericht, der dann eigentlich Rückmeldung für Rückmeldung angeschaut werden muss und dann immer auch geschaut werden muss, was heißt es dann. Es ist auch eine Software, die von der Universität lizenziert wird und die auch von der Universität zur Verwendung empfohlen wird. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber wirklich hervorzustreichen auch, die Software sagt nicht, ob es sich um Plagiate handelt oder nicht, sondern sie gibt Hinweise, dass es Plagiate sein könnten. Das abschließende Urteil liegt immer dann beim Beurteiler, also beim Mensch, der hinter dem Computer sitzt. Und diese Arbeit, die kann uns auch nicht abgenommen werden, aber wir erhalten etwas Hilfe, Unterstützung, indem das eigentlich der Text, den wir anschauen müssen, schon einmal vorsondiert wird. Ich habe Ihnen hier einfach zur Vollständigkeit noch die Definition eines Plagiats hingeschrieben. Ich glaube, da gehe ich jetzt nicht darauf ein, das ist Ihnen allen sicher hinlänglich bekannt. Nun möchte ich gleich wechseln und Ihnen die Software zeigen. Jetzt schauen wir mal, ob das so geht, dass Sie es dann auch direkt sehen. Einen Moment, genau. Sehen Sie da die Startseite von PlexScan? Ja? Nein. Nein. Also dann, okay, dann mache ich eine neue Freigabe. Einen Augenblick. Ich glaube, das müsste das sein. Jetzt? Ja, jetzt sehen wir es. Okay, sehr gut. Dann vielleicht gleich noch eine Frage, dass ich Ihnen nicht alles erkläre, was Sie schon kennen. Haben Sie schon sich in PlexScan eingeloggt? Also kennen Sie die Oberfläche? Oder soll ich Ihnen das kurz zeigen? Gerne kurz zeigen, wenn möglich. Okay, also. Dann ist hier der Start. Sie finden den Link auch in den Folien oder
dann im Intranet auch, also im internen Bereich der Uni. Es ist eigentlich einfach plexscan.com und dann /uni.be. Hier müssen Sie sich anmelden, wie wenn Sie sich bei Ihrem Mail anmelden würden, beispielsweise, also die E-Mail-Adresse und dann das dazugehörige Passwort. Das ist bei mir jetzt schon gespeichert. Diese Meldung kommt irgendwie auch immer wieder. Und dann sind Sie hier angemeldet. Sie sehen jetzt, das ist der Startbildschirm. Ich habe extra alles geleert. Also wenn Sie noch nie etwas hochgeladen haben, dann sieht es bei Ihnen auch so aus. Sie sehen hier, ich bin Mitarbeiterin. Das müsste bei Ihnen auch so aussehen. Und dann können Sie hier oben über die Einstellung, Moment, da können Sie Ihre Daten anschauen und bei Bedarf korrigieren. Das Wichtigste wäre sicher, wenn Sie die Sprache umstellen möchten. Und dann immer nicht vergessen, Änderungen speichern. Das ist das Erste, das Sie unter Einstellungen haben. Das Zweite ist eigentlich die Nutzeroberfläche und das Reporting. Das sind Voreinstellungen, die vom ILUB getroffen wurden für alle Angehörigen der Universität Bern. Und Sie empfehlen eigentlich auch, diese Einstellungen einmal zu übernehmen und dann, wenn Sie wirklich finden, etwas passt nicht, dass Sie da dann was ändern. Sie können immer, wenn Sie über dieses i gehen, haben Sie dann, Moment, da genau, eine Erklärung, worum es sich handelt. Und Sie sehen dann im Dropdown-Menü, ich zeige das vielleicht hier beim E-Mail, was Sie auswählen können. Das hier bedeutet zugleich auch, dass eigentlich immer, wenn Sie einen Text analysieren, Sie diesen Analysebericht auch per E-Mail geschickt bekommen. Das finde ich persönlich eigentlich eine sehr nützliche Einstellung. Das ist das eine, also über die Oberfläche. Und das zweite, was Sie einstellen können, ist dann hier ganz links, Plagiatsprüfung, wo Sie einstellen können, was genau geprüft werden soll. Das bedeutet, es wird eingestellt, mit welchen Quellen das abgeglichen wird. PlexScan basiert auf einer großen Datenbank. Also Sie haben Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern wie beispielsweise Springer, die dann ihre Dokumente liefern, seien das Aufsätze oder E-Books oder sonstige wissenschaftliche Texte, und die werden dann automatisch abgefragt und auf der Basis wird dann gesagt, ah ja, hier, das könnte ein Plagiat sein, weil dieser Text oder dieses Textstück existiert schon. Das Wichtigste hier ist eigentlich gleich das da mit eigenen Dokumenten abgleichen, das ist standardmäßig nicht aktiviert. Das macht auch Sinn, wenn Sie eine Arbeit hochladen, sei das eine wirkliche Forschungsarbeit oder sei das eine Arbeit von einer Studentin, einem Studenten, und dann schauen möchten, wie das gesamthaft da aussieht. Dann müssen Sie das da hier ausgeschaltet lassen. Das ist so der eine Verwendungszweck von PlexScan, also dass Arbeiten überprüft werden. Und das andere ist, was auch eingesetzt werden kann, ist bei Prüfungen. Also wenn eine ganze Gruppe, ein ganzer Kurs von Studierenden zum selben Thema eine offene Prüfungsfrage beantworten müssen, dann ist es eine Möglichkeit, die alle Prüfungen hochzuladen, und hier ist es dann wichtig, dass Sie mit eigenen Dokumenten abgleichen anklicken, weil dann kann das System die Prüfungen untereinander vergleichen und Sie darauf hinweisen, wenn es sehr ähnliche Textstellen hat. Also Sie können dann so überprüfen, dass die wirklich nicht abgeschrieben haben oder zusammengearbeitet oder sowas. Das ist eigentlich der Fall, wo Sie das dann hier einstellen. Sie können auch bei den erweiterten Optionen weiteres einstellen, beispielsweise, das sehen wir nachher, wird angezeigt, ah nein, das können wir nicht, genau, wird angezeigt, ab wann das der Bericht als rot, also als potenziell mit Plagiaten versehen, gekennzeichnet werden soll. Und das sind auch Voreinstellungen, die für die gesamte Universität gemacht wurden. Und besonders hier bei den erweiterten Einstellungen wird wirklich empfohlen, dass Sie diese
so stehen lassen und einmal damit arbeiten und schauen, was es gibt. Falls Sie etwas ändern, immer daran denken, Änderungen speichern drücken am Ende. Gut, ich möchte das jetzt aber nicht so machen, sondern ich möchte Ihnen eigentlich zeigen, wie Sie dann das Dokument hochladen. Das ist jetzt hier so mein jungfräulicher Schreibtisch. Ich habe nichts hochgeladen. Sie haben verschiedene Möglichkeiten. Sie können ein Dokument per Drag and Drop hineinziehen. Sie können es auch von der Dropbox oder ähnlich aus dem Web importieren. Ich nutze eigentlich meistens Dokumente hochladen. Also das heißt, ich speichere mir die Dokumente zwischen. Klicke dann da drauf und gehe dann Desktop. Ich habe hier einen Test gemacht und lade das hoch. Sie können Word-Dokumente hochladen, PDF-Dokumente und auch die meisten anderen Textformate. Also es geht beispielsweise auch OpenOffice und es geht auch LaTeX. Die Ergebnisse sind allerdings am besten, wenn Sie Word-Dokumente verwenden. Da ist einfach die Darstellung dann am Ende am besten. Sie haben jetzt vorhin gesehen, ich habe das hochgeladen, das geht relativ rasch. Und jetzt geht es durch die Analyse und das ist der Punkt, der kann etwas länger dauern. Ich habe hier extra ein ganz kurzes Dokument gemacht, dass ich Ihnen das Wichtigste zeigen kann, dass es aber nicht extrem lang dauert. Hier ist es so bei der Analyse, wenn Sie längere Texte haben, dass das wirklich auch Zeit in Anspruch nimmt. Gerade da finde ich es dann auch praktisch, wenn es am Ende per Mail geschickt wird, weil dann können Sie nämlich in der Zwischenzeit etwas anderes erledigen und sehen dann, ah ja, der Bericht ist gekommen, das ist erledigt, ich kann mir den anschauen gehen. Hier jetzt ist er da, ging es einigermaßen schnell. Was ich noch zu der Ansicht hier sagen wollte, ist, Sie können sich über die Hilfe anzeigen, auch eine Kurzanleitung, gewisse Dinge anzeigen lassen. Genau. Und hier dann nachher, also wenn Sie den Text löschen wollen, beispielsweise kann das auch hier erledigt werden, dass Sie es ins Archiv verschieben, löschen oder sonst wie speichern. Im Moment ist es jetzt aber so, dass wir uns den Testbericht anschauen möchten. Darf ich denn dazwischen fragen? Ja, sicher. Es ging mir zu schnell. Ich habe den Hilfe-Button nicht erkennen können, den Sie gedrückt haben. Genau, ich gehe nochmal zurück und dann sehen Sie hier unten Hilfe anzeigen und dann können Sie darauf klicken, auf das Unterstrichene und da wird dann einerseits können Sie eine Kurzanleitung herunterladen oder Sie haben hier auch gewisse Erklärungen. Genau. Ich kann die Gelegenheit sonst gleich nutzen. Gibt es weitere Fragen? Ich bin mir bewusst, ich spreche etwas schnell. Also wirklich, fragen Sie, unterbrechen Sie mich. Das ist überhaupt kein Problem. Gut. Dann kehre ich zurück. Der Testbericht hat sich in einem neuen Fenster geöffnet. Und hier habe ich jetzt einerseits meinen Text in der Mitte, das ist mein Originaltext, einfach farbig hinterlegt. Sie sehen hier auf der Seite diese Prozentzahl 20,3%. Das bedeutet, dass 20,3% der Textstellen, also der Wörter im Text, als potenzielle Plagiate erkannt wurden. Sie sehen unten auch jetzt, dass die Farbe erscheint. Also wenn es 0 bis 5 ist, dann wird es grün dargestellt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo ein Plagiat drin hat, sehr klein. Das kommt allerdings auch sehr selten vor. Auch wenn es wirklich kein Plagiat drin hat, wird meistens irgendwas angezeigt. 5 bis 15% ist auch noch sehr gut und dann alles, was über 15% ist. Es sind auch Voreinstellungen, die von der Universität Bern getroffen wurden. Alles, was über 15% ist, wird als rot dargestellt. Dieser Balken hier oben zeigt eigentlich, wo im Text dass es am meisten hat. Also da ich hier nur eine knappe Seite hochgeladen habe, hilft es nicht so viel. Aber wenn Sie ein Dokument von, ich weiß nicht, 100 Seiten oder mehr haben, dann sehen Sie auch, ah, da hat es eine Häufung, da ist irgendein Kapitel, ich schaue mir vielleicht zuerst mal das genauer an und haben dann schon einen Hinweis, wo Sie vielleicht beginnen können. Grün bedeutet, dass ein
wahrscheinlich korrekt gemachtes Zitat erkannt wurde. Und dann wäre noch blau, das ist eher selten, das ist eine mögliche Textänderung. Das bedeutet, dass eigentlich die Übereinstimmung nicht vollständig ist, aber dass es so nah an einem Originaltext ist, dass es als potenzielles Plagiat trotzdem erkannt wird. Sie können sich dann für jeden Textbereich, kann man das anklicken und ich sehe dann die Details. Also ich kann hier 4, das zeigt mir, Sie sehen dann auf der linken Seite blau unterlegt die Quelle, die dazu gehört. Das ist jetzt eine. Und ich kann mir die anzeigen lassen. Manchmal darf ich darauf zugreifen, manchmal nicht. Jetzt hier nicht. Ich zeige Ihnen das nachher noch mit einem anderen Beispiel. Ich könnte jetzt beispielsweise hier oben mit Zitat, wenn ich das anklicke, dann wird das grün. Ich mache das mal. Das heißt, ich habe das geprüft. Es ist kein Zitat. Es ist in Ordnung oder es ist korrekt zitiert. So. Und ich kann dann zurück und sagen, ah, nein, das ist ein Plagiat. Ich kann die Markierung entfernen hier. Das bedeutet dann, ich sage, nein, da hier handelt es sich nicht um ein Plagiat. Und dann geht es fort. Ich müsste die Änderung noch speichern. Ich gehe eines weiter. Auch hier wird wieder gesagt, es vergleicht auf dieselbe Quelle 4. Und da auch. Okay. Ich hatte vorhin noch eine andere Quelle. Gut. Die ist jetzt nicht mehr anzeigt. Da ich das Dokument selbst gefälscht habe, habe ich das eigentlich aus der Wikipedia kopiert. Und zwar habe ich einfach Wikipedia Plagiat eingegeben und habe die ersten 3 Sätze, das beginnt hier, ein Plagiat ist eine Anmaßung, habe ich herauskopiert und ich habe etwas ganz wenig daraus gekürzt. Ich finde das noch relativ interessant, dass es zwar als Plagiat erkannt wurde, aber dass es nicht auf die Wikipedia verweist, sondern auf andere Quellen. Wenn ich jetzt die Arbeit eines Studenten beispielsweise korrigieren würde, dann könnte ich jetzt hier einen Kommentar hinzufügen und sagen beispielsweise, da müssen Sie noch die Quelle ergänzen. Ich kann etwas zurückfragen, fragen, sind Sie wirklich sicher, dass das so stimmt oder sowas. Genau, das war das erste Beispiel. Und das zweite hier in grün, das hat es erkannt als ein direktes Zitat. Ich habe es schön in Anführungszeichen geschrieben und ich habe hier auch hingeschrieben, woher es stammt. Das ist alles okay, das zeigt es auch an. Also ich könnte jetzt hier auch die Markierung entfernen, aber das ist nicht der Teil, der sagt, das ist etwas nicht gut. Es zeigt mir hier auch die Literaturangaben als Plagiat an. Aber das ist ja einfach, weil die natürlich in x verschiedenen Quellen schon drin sind. Das kann ich dann getrost ignorieren, beziehungsweise hier dann sagen, dass ich die Markierung entfernen möchte. Für alles. Also das ist ja dann nicht. Erstaunlicherweise hat mir etwas hier nicht erkannt. Und zwar habe ich hier eigentlich ein Plagiat eingefügt in dem Sinne, dass ich zwar gesagt habe, woraus, dass ich, aus welcher Quelle dass ich das habe, aber ich habe es nicht als wörtliches Zitat gekennzeichnet und es ist fast wörtlich. Also ich habe ganz, ganz wenig nur geändert und normalerweise würde es mir das anzeigen, dass sagt, ah, da ist was, es könnte hier ein Problem geben. Das zeigt so die Grenzen auf, oder? Also wir können nicht 100% sicher sein, dass alles erkannt wird und wir müssen eben auch überprüfen, ja, stimmt das dann jetzt wirklich? Es kann sein, dass die Anführungszeichen vergessen wurden, dann wird es nicht als, wird es als Plagiat angezeigt und das ist aber eigentlich eher ein Flüchtigkeitsfehler oder es kann auch sein, dass es korrekt angezeigt wurde, aber dann trotzdem als Plagiatsverdächtig angezeigt wird. Und das Gegenteil wie hier, das ist meistens der Fall, wenn man aus Texten zitiert, die vielleicht elektronisch schwierig zugänglich sind, weil dann kann das Programm keinen Vergleich machen. Hier auch könnte ich jetzt eben
dazu bemerken. Falls Sie Bemerkungen machen und das dann an jemanden zurückgeben möchten, dann ist wichtig, dass Sie die Änderungen sprechen. Auf der Seite sehen Sie dann auch eigentlich, woraus es blockiert wurde und auch, man sieht dann auch, ob irgendwie ein Text oder zwei, drei Texte extrem häufig genommen wurden. Ja, okay. Also das sind so das, was ich Ihnen an dem kurzen Text zeigen konnte. Es gibt einen sehr guten Beispieltext von PlexGen selbst. Ich habe den auch verlinkt, wo Sie die verschiedenen Möglichkeiten, wie etwas angezeigt wird und was angezeigt wird, auch zeigen. Also Sie sprechen hier etwas weiter unten dann beispielsweise auch davon, dass wenn jemand Plagiate zu verschleiern versucht, indem das ein Text einfach hineinkopiert wird und dann eigentlich versteckt Ergänzungen gemacht wurden, wie diese falschen Leerzeichen oder sowas, dass das dann hier oben mit diesem Dreieck da beim Titel angezeigt wird. Also beispielsweise eine sehr helle Textfarbe wurde gefunden, dass sie davon ausgehen, dass man damit vielleicht Wörter verbergen könnte. Es zeigt auch, das sind so Dinge, glaube ich, die wir, wenn wir einen Text einfach durchschauen, jetzt nicht wirklich so sehen. Wenn halt diejenigen, die Plagiate machen, sich wirklich kreative Dinge einfallen lassen, dass die verschleiert werden. Also eigentlich leider fälschlicherweise Zeit in die Plagiatsverschleierung investieren, anstatt dass sie es wirklich von Anfang an sorgfältig und korrekt machen würden, was ja eigentlich nicht eine Hexerei ist, wenn man weiß, wie es geht. Aber dass trotzdem, je nachdem, gerade bei den Studierenden vielleicht manchmal die Kreativität sehr groß ist. Und in dem Bereich, finde ich, hilft ein Programm wie PlexGen sehr gut weiter. Da hier ist auch nochmal ein Beispiel für das von mir ausprobierte Zitat, wo ich zu wenig geändert hatte und das eigentlich als direktes Zitat hätte hinschreiben müssen, nicht nur ein indirektes Zitat, das aber in meinem Beispiel vorhin so nicht funktioniert hat. Genau. Okay, das war eigentlich, was ich Ihnen zeigen wollte. Ich habe Ihnen noch die wichtigsten Links aufgeschrieben. Also einerseits ist die Hilfe von PlexGen selbst noch und dieses Beispieldokument, das finden Sie hier verlinkt, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Es gibt auch eine sehr gute Seite der UBE und auch der Universität intern. Das wäre dann die hier, die interne Plagiatsprävention. Und dort steht auch, wer für den technischen und weiteren Support zuständig ist. Und das wäre bei Ihnen James Mateka.